Radio SRF. Mit großer Nervosität hat die Weltöffentlichkeit die Luftangriffe der USA, Frankreichs und Großbritanniens auf Syrien beobachtet. Mit der Befürchtung, der Krieg könnte sich ausweiten. Dieses Szenario scheint gebannt. Viele Politiker betonen wieder stärker die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung. Ändert sich nach den Militärschlägen etwas? Ist die Gefahr von Chemiewaffeneinsätzen in Syrien gebannt? Gibt es jetzt doch eine Lösung auf diplomatischem Weg? Darüber reden wir mit Michael Lüders, der Islamwissenschaftler und Autor, äußert sich immer wieder zu politischen Fragen. Er berät unter anderem das deutsche Auswärtige Amt und als Mitinhaber der Middle East Consulting Group auch deutsche Firmen, die im Nahen Osten geschäften wollen. Michael Lüders ist jetzt Gast von Ivana Pribakovic. Das Tagesgespräch. Michael Lüders, Sie sind uns zugeschaltet aus Berlin. Die Angriffe erfolgten in der Nacht auf Samstag, kurz bevor die internationalen Experten den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf Douma untersuchen konnten. Wie erklären Sie sich den Zeitpunkt dieses Angriffs? Rational war der Zeitpunkt in keinerlei Hinsicht, aber Präsident Trump hatte sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit seinem berüchtigten Tweet, demzufolge die Russen sich schon mal darauf einstellen sollten, dass bald schöne und mächtige Raketen, smarte Raketen Richtung Syrien geschickt würden. Und das hat offenbar die Militärs in den USA in große Aufregung versetzt, weil sie, anders als Trump, natürlich wussten, dass die Russen ihrerseits gut bewaffnet sind. Und wenn sie zurückgeschossen hätten, zum Beispiel auf amerikanische Kriegsschiffe, von denen dann dieser Beschuss Syriens ausgegangen wäre, dann hätte das sehr schnell eskalieren können. Dann wären die USA und Russland mitten in einer Gefechtssituation gewesen. Das haben die Militärs ihm ausreden können, aber gleichzeitig musste ja Trump versuchen, sein Gesicht zu wahren. Und das ist jetzt der Kompromiss, wenn man so will. Man hat einen Militärschlag geführt in der Nacht zum Samstag, der aber vorab den Russen übermittelt worden ist. Es ist auch niemand zu Schaden gekommen, Gott sei Dank. Es war der Versuch der Gesichtswahrung für Präsident Trump. Es geht wirklich nur darum, um nichts anderes. Denn es ist ja nicht einmal die Faktenlage geklärt, was hier überhaupt vorgefallen ist in Douma, ob es einen Giftgasangriff überhaupt auch nur gegeben hätte und wer dafür verantwortlich wäre. Was Sie jetzt eben gesagt haben, der US-Präsident habe auch russische Einrichtungen beschießen wollen und seine Generäle hätten ihn davon abgebracht und hätten sich durchgesetzt. Das hat auch die FAZ geschrieben. Ist das eigentlich gesichert? Wir wissen nicht, was Trump für konkrete Pläne hat. Er ist ja sehr erratisch, aber er hat eben sehr hemdsärmlich den Russen signalisiert, pass mal auf, wir schicken unsere Raketen und dagegen könnt ihr nichts machen, stellt euch schon mal darauf ein, zieht euch warm an. Und eine solche an Dümmlichkeit grenzende Provokation ist natürlich gefährlich. Ich meine, Trump ist der Präsident des mächtigsten Landes der Welt und wenn er die Russen, die ihre eigenen Interessen in Syrien haben, auf diese Art und Weise vorzuführen versucht, dann ist das natürlich brandgefährlich. Es geht in der Politik ja immer auch darum, das Gesicht zu wahren, eigene Positionen nach außen hin so zu vertreten, dass kein Gesichtsverlust eintritt. Und hier hat man hinter den Kulissen offenbar Deeskalation betrieben. Es waren vor allem die Militärs, das Pentagon, die Trump dem Weißen Haus vermittelt haben, was geht und was nicht geht. Es ist offenbar so, dass in den USA das Pentagon die maßgebliche Instanz ist, die noch rational agiert, während man bei Präsident Trump immer ein bisschen warten muss, wie ist seine Stimmung und was bringen seine Tweets. Der Kern des Problems in Syrien, das ist wichtig zu begreifen. Es geht hier nicht um Chemiewaffen oder doch, ob sie nun eingesetzt worden sind oder wer sie eingesetzt hat. Das ist der äußere Anlass. Man kann auch sagen, der Vorwand. Es geht im Kern um eine andere Auseinandersetzung. Syrien ist ein Krieg, ein komplexer Krieg, der seit 7 Jahren andauert. Der hat eine innenpolitische und eine äußere Komponente. Es ist einerseits ein Bürgerkrieg, andererseits aber auch ein Stellvertreterkrieg, in dem die USA, die Europäische Union, die Türkei und die Golfstaaten versucht haben, das Regime von Assad zu stürzen, während Russland und der Iran, im Hintergrund auch China,
um jeden Preis dieses Regime an der Macht sehen wollten, auch weiterhin sehen wollten, weil sie nicht einen Vormarsch des Westens in der Region einen weiteren erleben wollten. Und diesen Stellvertreterkrieg, den es gegeben hat, den hat de facto Russland und der Iran für sich entschieden, plus China. Die Amerikaner haben ihn verloren. Das ist spätestens ersichtlich geworden, als im Dezember 2016 Ost-Aleppo zurückerobert worden ist von den sogenannten Rebellen, die im Wesentlichen dschihadistische Kämpfer sind. Und seither ist klar, Assad wird an der Macht bleiben. Und damit mögen sich die Amerikaner aber nicht abfinden und mit ihnen auch die Franzosen und die Briten nicht. Sie wollen doch noch mal versuchen, das Blatt zu wenden. Und dieses war nun ein Anlass, man kann auch sagen ein Vorwand, mit dem Argument, hier seien Chemiewaffen von Assad eingesetzt worden, das eine neue Entwicklung einzuleiten. Das wird allerdings nicht geschehen. Die Russen sind ebenso wie die Iraner entschlossen, Assad an der Macht zu halten. Es gibt auch noch eine andere These, die hat ein anderer Experte, Udo Steinberg, vertreten am Wochenende gegenüber Schweizer Radio. Und die besagt, die USA, Großbritannien und Frankreich hätten jetzt eigentlich angegriffen, sicher auch unter einem Vorwand, aber eigentlich um den Krieg auf diplomatischem Wege zu lösen, also um Bewegung in die Diplomatie zu bringen. Was halten Sie von dieser These? Ja, das ist sicherlich nicht falsch. Also ich denke auch, dass die Politik erst wieder eine Chance bekam, die Diplomatie erst wieder eine Chance bekam, nachdem dieser Angriff stattgefunden hatte und somit Trump signalisieren konnte, ich habe mein Gesicht gewahrt, wir haben keine Position geräumt, wir verhandeln jetzt aus einer Position der vermeintlichen Stärke heraus. Das Ganze ist, wenn man es aus der Vogelperspektive betrachtet, eine krude Mischung aus Kindergarten und aus Groteske. Wir reden hier von Krieg und Frieden, wir reden hier von militärischen Einsätzen, die theoretisch jedenfalls auf eine Art und Weise hätten eskalieren können, dass daraus auch ein Weltenbrand hätte entstehen können. Das ist nun glücklicherweise nicht geschehen, weil, wie erwähnt, das Pentagon dann doch noch genügend rationale Kräfte hat, die dann auf das Weiße Haus eingewirkt haben. Aber die Vorstellung, dass man Diplomatie und Politik erst machen könnte, wenn die Bomben gefallen sind, das ist schon sehr beängstigend. Es gibt generell relativ wenig kommunikative Kanäle zwischen den westlichen Staaten und Russland. Es ist eine große Entfremdung eingetreten. Die westlichen Staaten, und damit meine ich insbesondere die USA und die Europäische Union, sind nicht wirklich bereit, Russland als einen gleichberechtigten Partner anzusehen. Sie glauben, man könne Russland politisch in das eigene Lager ziehen. Das ist auch der Ansatz der Außenministerkonferenz, die jetzt in Luxemburg stattfindet. Man will zwar mit Russland reden, man will mit Russland verhandeln, aber die Botschaft, die man Russland vermittelt, lautet, kommt doch bitte in unser Lager hinüber, seht doch ein, dass es falsch ist, Assad zu unterstützen, sorgt doch dafür, dass wir eine neue Regierung bekommen und dann seid ihr auch wieder Good Guys in unserem Sinn, dann reden wir auch wieder mit euch. Und diese Haltung, diese paternalistische Art des nun verhaltet euch doch mal vernünftig, dieses so zu vermitteln, das werden die Russen natürlich nicht mit sich machen lassen. Die haben ihre eigenen geostrategischen Interessen. Syrien ist sehr, sehr wichtig für Russland aus mehreren Gründen, vor allem um den Einfluss der USA aus diesem Teil der Welt ein bisschen zurückzudrängen und vor allem auch, um den wichtigen Verbündeten Iran zu schützen. Da gibt es ja eine weitere Eskalation, die sich abzeichnet, wenn die US-Regierung wie erwartet im Mai das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen dürfte. Davon gehen eigentlich die meisten Beobachter aus. Dann wird es ein weiteres Pulverfass in der Region geben und die Russen werden sich nicht mit freundlichen Worten abspeisen lassen. Sie vertreten ihre eigenen geostrategischen Interessen, die genauso rücksichtslos und skrupellos vertreten werden, wie das die westlichen Staaten auch tun. Und nebenbei bemerkt, was die Syrer wollen oder nicht wollen, das spielt in diesem Kontext überhaupt gar keine Rolle. Ich bin jetzt froh, dass Sie auch die Russen kritisiert haben, und zwar einfach aus dem Grund, ich möchte Sie gerne an dieser Stelle versuchen zu positionieren. Beim Thema Nahost gibt es ja naturgemäß ganz viele, ganz verschiedene Perspektiven, und über Sie sagt man, Sie kritisierten eher den Westen und die USA und verstünden tendenziell eher Russland und den Iran. Wenn man es ganz plakativ ausdrückt, kann man sagen, stimmen Sie dem zu? Nein, dem würde ich nicht zustimmen, weil ich
versuche, die Dinge aus der Vogelperspektive und analytisch zu betrachten. Und ich glaube, das Missverständnis besteht darin, dass diejenigen, die von der Richtigkeit des westlichen Politikansatzes im geostrategischen Sinn überzeugt sind, jede Kritik an ihrer eigenen Haltung im Grunde genommen nicht nachvollziehen können. Also wer beispielsweise sagt, naja, die Amerikaner haben ihre geostrategischen Interessen, die Russen haben die aber auch. Und man muss versuchen, zwischen diesen beiden zu vermitteln. Man muss die Legitimität der Interessen aller Beteiligten anerkennen und sie nicht in einen moralisierenden Diskurs zu überführen versuchen, nach dem Motto, wenn wir im Westen geostrategische Interessen vertreten, dann ist das in Ordnung, weil wir sind ja die Guten. Wir stehen ja für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Aber wenn die Russen ihre Interessen wahrnehmen oder die Iraner oder die Chinesen, dann ist das grundsätzlich schlecht und böse, weil deren Interessen ja nicht mit unseren identisch sind. Wenn man aber auf diesen Zusammenhang hinweist, dass die Russen, die Chinesen, die Iraner und andere ebenfalls ihre Interessen haben, die genauso schlecht und niederträchtig sein können wie die der anderen Seite, ja, darauf bloß hinzuweisen, ist für viele schon ein Akt der Blasphemie, weil sie völlig davon überzeugt sind, dass westliche Politik grundsätzlich werteorientiert sei. Sie reden lieber über den Einsatz für Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, aber sehr selten nur über die eigenen Interessen. Und dass das offizielle Argument westlicher Politik, man streite für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte, ja eher Rhetorik ist für die Bevölkerung in den eigenen Ländern, ist ja relativ offenkundig, wenn man sich die Konsequenzen westlicher Politik anguckt, amerikanischer Politik, insbesondere in vielen Teilen der Welt seit dem Zweiten Weltkrieg, kann man sagen, als Beispiel dafür sei nur angeführt der erste Militärputsch, den die USA, den die CIA, die 1947 gegründet wurde, überhaupt inszeniert hat weltweit, war ein Militärputsch 1949 in Syrien. Und dieser Militärputsch erfolgte, weil man damals eine Pipeline bauen wollte. Dafür brauchte man die Zustimmung der syrischen Regierung 1949. Die hat sie nicht erteilt, sie wurde hinweggeputscht und dann wurde die Unterschrift gegeben. Und daraus entwickelte sich dann eine große Abneigung in Syrien gegenüber den USA. Und das erklärt, warum dann in den 50er Jahren Syrien mehr und mehr in Richtung Sowjetunion sich orientiert hat und heute halt in Richtung Russland. Diese Zusammenhänge kennen wir meistens nicht. Das ist schon vergangene Geschichte. Aber es ist sehr interessant zu sehen, wenn man drauf guckt, dass eben wirklich keine Partei sich was schenkt. Also die Amerikaner machen ihre Politik genauso schmutzig, genauso blutig wie die anderen Akteure auch. Bevor wir auf die verschiedenen Interessen der Länder eingehen, möchte ich Sie, Sie haben das Stichwort Legitimität gegeben, möchte ich Sie nachfragen, es gibt jetzt verschiedene Völkerrechtler, die sagen, dieser Angriff, diese Bombardierung war ein Verstoß gegen Völkerrecht. Also Syrien zu bombardieren war völkerrechtlich nicht korrekt, genauso wie es ein Verstoß war mit der Bombardierung seinerzeit Jugoslawiens in den 90er, dann im Irak und dann Libyens später. Also Völkerrecht, ist das überhaupt noch eine Debatte? Geht es überhaupt noch um Völkerrecht? Nein, es geht um Völkerrecht längst nicht mehr. Wir haben in der Politik, in der internationalen Politik, erleben wir die Anwendung des Rechtes des Stärkeren. Völkerrechtlich gesehen gab es überhaupt keine Legitimität für diesen Angriff der USA, Frankreichs und Großbritanniens auf syrisches Territorium. Denn egal, was man von dem syrischen Regime hält oder nicht, es handelt sich dabei um die legitime Regierung der Arabischen Republik Syrien, so schlecht sie auch immer sein mag, und dass sie schlecht ist, steht außer Frage. Aber es gibt nicht dieser westlichen Allianz das Recht, Syrien oder irgendein anderes Land nach Belieben anzugreifen. Und wenn man sich mal die Argumentation derer anschaut, die diesen Angriff doch zu legitimieren versuchen, dann ist man teilweise erstaunt über den Fantasiereichtum. So war einem Kommentar der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von gestern zu entnehmen, das Völkerrecht sei zwar schön und gut, aber es sei ja so, dass im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Russland wiederholt sein Veto eingelegt hätte, wenn es um Syrien gegangen wäre. Insoweit sei es auch völlig legitim, wenn dann die westlichen Staaten zur Kenntnis nehmen, dass der Sicherheitsrat nicht funktioniere aufgrund des Vetos der Russen. Und somit hätte dann der Westen auch das Recht anzugreifen. So die Logik dieses FAZ-Kommentars. Und das ist natürlich schon eine, wie soll ich sagen, sehr interessante Art und Weise, Realität so zu biegen, dass man Legitimität glaubt, daraus ableiten zu können, dass, wenn die andere Seite nicht mitspielt, man eben nach den eigenen Spielregeln doch handeln dürfte.
Und ganz ähnlich äußerte sich auch Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag in Berlin. Röttgen argumentiert, dass die Regeln des Völkerrechts und der Rechtsstaatlichkeit vor allem dann von Bedeutung seien, wenn es um die Beziehungen zwischen eng befreundeten Staaten ginge, aber nicht, wenn eben eine solche Konfrontation wie in Syrien vorläge. Wir erleben also eine Aushöhlung des Völkerrechts auf der Grundlage einer Politik, die Macht politische Interessen versucht durchzusetzen gegenüber einer dritten Partei, in diesem Fall gegenüber Russland. Wenn aber umgekehrt Russland mit derselben Argumentation sagen würde, ja, also wir fühlen uns beispielsweise aus der Ukraine bedroht und nehmen uns das Recht heraus, die Ukraine militärisch anzugreifen, dann würde man natürlich im Westen ganz anders argumentieren. Es ist sehr gefährlich, diese Entwicklung, denn wenn wir uns vom Völkerrecht verabschieden und zur Kenntnis nehmen, dass das Recht des Stärkeren gilt, dann werden auch andere Akteure auf die Idee kommen, ihre Interessen genauso durchzusetzen. Warum soll China dann nicht bestimmte Inseln im Südchinesischen Meer, die man für sich beansprucht, mit derselben Nonchalance einverleiben? Das ist eine sehr gefährliche und ungute Entwicklung, vor allem in Verbindung damit, dass es kaum noch Kommunikationskanäle gibt zwischen Moskau und Brüssel, zwischen Moskau und Washington. Herr Lüders, Hans-Kerum, ist das ein bisschen ein anderer Fall in dem Falle, falls jetzt wirklich Giftgas eingesetzt worden ist oder eingesetzt worden wäre, ist es ja natürlich auch schwierig, wenn dort Menschen sterben und egal welche Seite das eingesetzt hat und alle schauen zu und niemand macht etwas. Da haben Sie vollkommen recht. Nur die Frage des Giftgases in Syrien ist eine sehr komplexe. Und wenn man sich mal die Berichte anguckt, internationale Organisationen, insbesondere der Vereinten Nationen, die waren immer sehr, sehr zurückhaltend mit Blick auf Schuldzuweisungen, weil es eben ganz schwer ist, hier eindeutig den rauchenden Colt zu finden. Grundsätzlich ist dem Assad-Regime in Damaskus alles zuzutrauen in Sachen Skrupellosigkeit. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber auch der anderen Seite, den sogenannten Rebellen, ist es zuzutrauen, dass sie Giftgas einsetzen. Das haben sie in der Vergangenheit auch getan. Das ist ebenfalls von den Vereinten Nationen dokumentiert worden. Nur auf diese Möglichkeit, dass hier die Rebellen es möglicherweise darauf angelegt haben, einen solchen internationalen Einsatz zu provozieren, wird eigentlich kaum geschaut. Und das ist sehr problematisch. Vieles, ich meine, wenn man mal die Frage stellt, wem nützt es, dieser Angriff, den es da gegeben hat, in Ost-Ghouta, diesen Giftgasangriff, ob vermeintlich oder tatsächlich, wir können es hier und heute nicht beurteilen und abschließend zu einem Ergebnis kommen. Aber dieser Angriff erfolgt in einem Moment, als die syrische Armee die gesamte Region Ost-Ghoutas, das ist eine ländliche Region mit größeren städtischen Ansiedlungen, direkt an die Hauptstadt Damaskus angrenzend. Und die syrische Armee hatte das ganze Gebiet erobert. Die Aufständischen, die Dschihadisten hatten kapituliert und sie wurden schon abtransportiert in Bussen. Das war Teil der Friedensvereinbarung in Richtung der Provinz Idlib. Und in diesem Moment, wo die Schlacht also schon geschlagen war und die Aufständischen verloren hatten, in dem Moment einen solchen Angriff durchzuführen mit Chemiewaffen, wohl wissend, dass daraus dann eine Reaktion erwachsen könnte, wie das dann ja auch geschehen ist, warum sollte das Assad-Regime das tun? Das ergibt keinen Sinn. Das heißt nicht, dass es unmöglich wäre, aber die naheliegende Frage, cui bono, wem nützt es, die sollte man in diesem Zusammenhang schon stellen. Wir denken nur nicht in diese Richtung, weil im Westen missverständlicherweise immer wieder geglaubt wird, dass diese Aufständischen in Syrien, das seien irgendwie, wie soll man sagen, also Rebellen, die für Demokratie und Freiheit streiten würden und dergleichen Dinge mehr. Das ist aber nicht der Fall. Die allermeisten derer, die hier kämpfen, in den letzten Jahren gekämpft haben gegen das Assad-Regime, waren Dschihadisten, die entweder aus dem Umfeld des Islamischen Staates oder aber aus dem Umfeld von Al-Qaida kam. Und das gilt auch für die Kämpfer hier in Ost-Ghouta, die vertrieben und ausgeschaltet worden sind, umgebracht worden sind. Das waren Hardcore-Dschihadisten, die diese Region Ost-Ghouta ihrerseits militärisch besetzt hatten. Also es sind nicht gerade Sympathieträger gewesen. Und es ist nicht auszuschließen, dass auch von dieser Seite Giftgas eingesetzt worden ist. Alles Spekulation, wir wissen es schlichtweg nicht. Es wird jetzt eine Untersuchung geben in den nächsten Tagen. Hoffen wir, dass diese Untersuchung dann eine sein wird, die auch zu einem Ergebnis kommt. Sie haben es auch gesagt, viel Spekulation. Im Moment wird auch gewissermaßen ein Krieg geführt über Worte und Fakten. Fakten gibt es sehr, sehr wenige. Deshalb schauen wir uns doch vielleicht die Situation an für die unterschiedlichen Player in dieser Lage. Also wenn wir schauen, es ist im Moment eine höchst unangenehme Situation, zum Beispiel für Israel. Wenn man schaut, Iran rückt quasi näher, denn Iraner und die Hisbollah kämpfen da in nächster Nachbarschaft und die Hisbollah ist auch sehr nah im Libanon.
Und dann gibt es auch Stimmen, die befürchten, dass Jordanien nicht mehr lange friedlich bleibt mit so vielen Syrien-Flüchtlingen und einer angeschlagenen Wirtschaft. Absolut. Also wir haben Syrien, ein Land mit 23 Millionen Einwohnern. Die Hälfte davon besteht aus Flüchtlingen. Und die allermeisten Flüchtlinge sind entweder in der Türkei, im Libanon oder in Jordanien. Das ist auf Dauer natürlich eine extrem hohe Belastung für die genannten Länder. Sie haben gar nicht die Infrastruktur dafür, am allerwenigsten der Libanon und Jordanien. Also dieses Flüchtlingsproblem ist ein sehr reales, das es zu lösen gilt. Es ist allerdings noch in weiter Ferne, weil keine Befriedung der Lage in Syrien in Sicht ist. Vor allem deswegen nicht, weil eben dieser Konflikt, den Sie gerade umschrieben haben, in der Tat der nächste ist, der massiv nach vorne sich drängen wird, nämlich der Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Der Iran hat mit eigenen Milizen, mit schiitischen Milizen aus dem Iran, aus dem Irak, Assad unterstützt in den letzten Jahren, ebenso die Hezbollah, die Partei Gottes, die gleichermaßen eine schiitische Partei und eine schiitische Miliz ist im Libanon, der größte politische Machtfaktor dort im Libanon. Und die Hezbollah ist natürlich ebenfalls gestärkt worden dadurch, dass Assad nun an der Macht bleiben wird. Und das macht in Israel Sorge. Und das ist auch mit einer der Gründe dafür, warum eben dieser Atomkonflikt jetzt zusätzlich Fahrt aufgenommen hat. Zwar hält sich der Iran laut der alle 3 Monate vorgelegten Untersuchungen der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien vollumfänglich an die getroffenen Vereinbarungen. Aber trotzdem will man seitens der USA und Israels den Druck erhöhen auf den Iran, vor allem wegen dieser schiitischen Milizen und aufgrund des Raketenprogramms des Irans, obwohl beides nichts zu tun hat mit dem Atomabkommen. Dieses Abkommen wird wahrscheinlich gekündigt werden. Und dann ist zu befürchten, dass es zu militärischen Auseinandersetzungen kommt zwischen Israel und dem Iran auf syrischem Gebiet. Für Israel ist es ja auch nicht beruhigend, dass der Iran wieder auf dieser politischen Weltbühne zurück ist, obwohl es Zweifel gibt, dass das Land eben nicht doch allenfalls eines Tages zur Nuklearmacht in der Region werden könnte und dieses Land sich klar dazu geäußert hat, dass es Israel von der Weltkarte tilgen will. Also ich meine, ein Teil dieser Nervosität ist ja schon verständlich. Das ist sicherlich verständlich. Wir haben andererseits natürlich auch sehr klare Ansagen von israelischer Seite, wie man mit dem Iran umzugehen gedenkt, nämlich das Regime möchte man idealerweise beseitigt sehen. Das ist auch die Argumentation der Regierung Trump. Auch die Iraner haben Anlass, sich Sorgen zu machen, wie es weitergeht, ob man dieses Land militärisch nun angreift oder nicht. Man muss mit Blick auf den Iran differenzieren. Auch hier ist es so, dass wir dazu neigen, die Politik Irans in einem Gut-Böse-Schema zu verorten. Und alles, was mit dem Iran zu tun hat, gilt generell als böse. Und diese Sichtweise hilft uns nicht wirklich weiter. Die ganze unsägliche Rhetorik, Israel auslöschen und so weiter, das geht zurück auf die Zeit, als Ahmadinejad Präsident war im Iran, ein ausgesprochener Hardliner, der aber schon 2013 abgelöst worden ist durch den auch im Westen als moderat angesehenen Präsidenten Rouhani. Er war der Chefunterhändler bei den Atomverhandlungen. Er ist in Europa ein hochgeschätzter Ansprechpartner. Und es hat, was viele nicht wissen, in der Vergangenheit immer wieder Friedensavancen des Irans gegeben in Richtung USA, die aber nicht aufgegriffen worden sind. Vor allem Khatami hat im Jahr 1997 eine umfassende Friedensofferte gemacht in Richtung USA und auch in Richtung Israel. Die wurde damals übermittelt von dem Schweizer Botschafter in Teheran, Güldimann, an die Regierung unter George W. Bush. Aber die war nicht interessiert, sich mit dem Iran ins Benehmen zu setzen. Es ist so, dass vieles von dem, was hinter den Kulissen passiert, das erfahren wir nicht. Was wir erfahren, ist eine Betrachtungsweise, die häufig sehr vorgegeben ist nach gut-böse Kriterien. Und das hilft uns nicht weiter. Der Iran hat seine eigenen geostrategischen Interessen. Vor allem will er nicht angegriffen werden, weder von Saudi-Arabien noch von Israel noch von den USA. Er muss aber damit rechnen, von diesen 3 Ländern angegriffen zu werden, wenn das Atomabkommen erst einmal aufgekündigt werden sollte. Und dann wird die ganze Region erneut vor einer sehr, sehr schwierigen Lage stehen. Und vergessen wir nicht, dass im Hintergrund immer die USA und Russland aufeinandertreffen könnten. Denn Russland und der Iran sind geostrategisch eng miteinander verwoben. Sie sind de facto Verbündete. Und die Lage im Nahen Osten ist äußerst gefährlich, auch perspektivisch gefährlich. Und man kann nur hoffen, dass sich die Stimmen der Vernunft durchsetzen. Im Augenblick hat es allerdings nicht den Anschein.
Sie haben auch gesagt, eben gut und böse sind sicher nicht Parameter, mit denen wir argumentieren können. Wenn wir jetzt die Politik der USA anschauen, Sie haben schon gesagt, das ist nicht so eine ganz klare Strategie, welche die USA im Moment überhaupt fahren. Also einerseits sagt man, man holt die Truppen zurück, wenn der IS besiegt ist. Gleichzeitig will man das Abkommen mit dem Iran streichen. Aber wenn wir schauen, die USA, egal was sie gemacht haben, sie haben es irgendwie nicht richtig gemacht. Sowohl im Irak war das Eingreifen und Bleiben nicht richtig, in Libyen das Eingreifen und Weggehen nicht richtig und jetzt nichts tun ist auch nicht richtig. Also das ist ja auch ein Dilemma. Das ist ein Dilemma. Das grundsätzliche Dilemma, das dahinter steckt, ist allerdings die Ideologie des Regimewechsels, die amerikanische Politik seit den Terroranschlägen des 11. September 2001, seit George W. Bush umtreibt. Diese Vorstellung, man könnte missliebige Regime stürzen mit Hilfe von Wirtschaftssanktionen und oder militärischen Aktionen, um dann anschließend eine pro-westliche Regierung dort in diesen jeweiligen Ländern zu installieren. Das hat man versucht in Afghanistan, im Irak, in Libyen, im Jemen. Man hat es versucht in Syrien. In Syrien ist es bislang nicht gelungen, in allen anderen genannten Ländern ist es gelungen. Und das ist natürlich die Krux, die Gewalt, die wir jetzt haben. In Syrien ist das Ergebnis dieser Versuche, von außen einzuwirken und Regimewechsel herbeizuführen. Da tragen die USA eine ganz, ganz zentrale Verantwortung. Und das Erstaunliche ist, dass europäische Politik, die eigentlich nicht damit einverstanden sein kann, mit diesem ideologischen Ansatz, Regime nach Belieben zu beseitigen, wenn sie nicht westlich sind, sich davon nicht distanziert. Denn letztendlich, die Flüchtlinge beispielsweise, die kommen nach Europa, nicht in die USA. Wir haben andere Interessen in diesem Punkt als die USA. Uns kann es nicht egal sein, was in unserer unmittelbaren geografischen Nachbarschaft passiert. Aber wir neigen dazu, in der Regel die Haltung Washingtons 1:1 zu übernehmen, in der NATO, in der Europäischen Union. Und das ist eine ungute Entwicklung, denn man muss eigene Interessen auch selbstbewusst benennen. Und wir müssen vor allem lernen, mit Akteuren in der Region so umzugehen, dass die Verhältnisse sich nicht verschlimmbessern. Die Lage in Syrien vor dem Krieg war nicht erfreulich mit Blick auf Demokratie, Freiheit, Menschenrechte. Aber gemessen an dem, wie sie sich heute darstellt, die Situation in Syrien, waren das geradezu paradiesische Verhältnisse damals. Man hat die Lage ja jetzt nicht verbessert durch diesen jahrelangen Krieg, der einerseits Bürgerkrieg war, aber dieser Bürgerkrieg wäre längst zu Ende, wenn nicht von außen immer wieder Unterstützung gekommen wäre. Diese ganzen Dschihadisten, diese sogenannten Rebellen in Syrien, woher bekommen sie ihre Waffen? Aus den USA, der Türkei und den Golfstaaten. Also es gibt ja eine erhebliche Mitverantwortung des Westens für das, was hier an Tragödie sich abgespielt hat in Syrien. Nur reden wir darüber in der Regel nicht. Wir schauen auf Russland, wir schauen auf Assad, auf den Iran und sagen, die sind böse, die respektieren nicht die Menschenrechte, die haben Blut an ihren Fingern, haben sie auch. Aber wir sollen doch bitteschön auch schauen, wo unsere eigene Verantwortung liegt. Und wir müssen lernen, mit den Akteuren in der Region auf Augenhöhe zu verhandeln. Das betrifft vor allem die USA und Russland, aber auch die Europäische Union und Russland. Und es betrifft auch unser Verhältnis mit dem Iran. Den Iran anzugreifen, und es gibt sehr, sehr mächtige politische Kräfte in den USA, die das wollen, auch in Israel, das wäre dann wirklich also der Big Bang, der die ganze Region zum Explodieren bringen würde. Der Iran ist nicht Syrien, ist nicht der Irak, ist nicht Afghanistan. Und mir macht das große Sorge, die Vorstellung, dass es im Iran zum Äußersten kommen könnte. Und auch viele, viele Iraner haben Angst davor, dass es zum Krieg kommen könnte. Denn der Regimewechsel ist beschlossene Sache in Washington. Das ist, kann man ablesen daran, dass John Bolton der neue nationale Sicherheitsberater ist der USA und Mike Pompeo der neue Außenminister. Beides sind zwei notorische Iran-Hasser. Und die hat natürlich Präsident Trump nicht zufällig berufen. Herr Lüders, das Thema Syrien wird uns leider erhalten bleiben, auch in Zukunft. Besten Dank für dieses Gespräch. Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.